Nicht nur Gravelbikes, auch Cyclocrosser erfreuen sich aktuell großer Beliebtheit. Ghost hat mit dem Violent Road Rage einen Crosser neu ins Programm genommen. Das wettkampforientierte Topmodell setzt auf einen UC-Carbonrahmen, die beiden günstigeren Bikes auf einen LC-Carbonrahmen, der mit Schutzblechen nachgerüstet werden kann. Mit dem Violent Road Rage 5.8 LC haben wir das günstigste Modell in den Test genommen. 2.299 Euro kostet der Flitzer. Der Carbonrahmen ist in außergewöhnlichem Farbdesign gehalten. Die Rohre des vorderen Rahmendreiecks sind voluminös, Ober- und Unterrohr sind queroval, das Oberrohr ist oben abgeflacht. Die Sitzstreben sind flach, wodurch der Komfort auf rauem Untergrund erhöht wird. Schöne Details sind die innenliegenden Züge und die Klemmung der Sattelstütze unter dem Oberrohr sowie der Rahmenschutz hinter dem kleinen Kettenblatt. Die kantige Gabel fügt sich prima ins Gesamtbild des Violent Road Rage. Der Fahrer ist gut balanciert auf dem Bike platziert. Es ist kompakt und steif, so kann man das Ghost sehr effizient vorantreiben und zügige Anstiege meistern. Auf kurvigen Strecken gefällt seine Agilität. Bergab ist crossertypisch eine gute Spurwahl gefragt, aber dank flachem Lenkwinkel liegt das Violent Road Rage sicher auf der Strecke und gibt dem Fahrer viel Ruhe und Vertrauen. Die Ausstattung ist gut und dem Preis des Bikes entsprechend zusammengestellt. Vorbau, Lenker und Sattelstütze kommen von Ground 51. Der oben abgeflachte Lenker ist komfortabel, wenn man den in ruhigen Passagen in Oberlenkerposition fährt. Unsere Lieblingsposition war oben auf den Höckern der Schaltbremsgriffe. Man hat viel Übersicht und erreicht die Hebel gut. Schaltung und Bremsen kommen von Shimano. Die Scheibenbremsen packen sicher zu, die 105er Schaltung ist zuverlässig und exakt. Wer weiß, dass er mit seinem Crosser sportlich unterwegs ist, kann unserer Meinung nach gut und gerne auf eine Einmalschaltung setzen. Gerade am Crosser sind Schaltvorgänge vorne immer eine heikle Angelegenheit, wenn es ordentlich rüttelt. In diesen Situationen fällt es bei Shimano-Hebeln gerade mit langen Handschuhen ab und zu schwer, den hinteren Schalthebel sicher zu bedienen. Die Laufräder mit WTB-Felgen sind stabil, sie sind mit 37 mm breiten WTB-Riddler-Com-Reifen bestückt. Die rollen mit kleinen Blöcken auf der Lauffläche gut und bieten mit gröberen Schulterstollen lange guten Halt. Wenn es wirklich schlammig wird, sollte man etwas stärker profilierte Modelle aufziehen. Gewogen haben wir das Violent Road Rage in Größe M mit 9,96 Kilo samt Pedalen. Das Violent Road Rage ist auch in der getesteten günstigsten Variante ein attraktiver, agiler Flitzer, der im Gelände jede Menge Spaß macht und auf der Straße gut dahinrollt. Ein vielseitiges Rad, das zu überzeugen weiß.